Im Stadion am Hünting sucht man die Spieler des 1. FC Bocholt derzeit vergeblich. In der Spielstätte des Niederrheinligisten Umbauarbeiten für das Bocholter Open Air am Freitag. Und auch der Ball aktuell beim FC nicht im Mittelpunkt. Wie es in den ersten Vorbereitungswochen üblich ist, wird Basisarbeit im Fitnessbereich geleistet. Zum einen muss man natürlich vorneweg sagen, das Erste, was geplant ist, ist, dass die Spieler sich einfach beschnuppern müssen, nachdem so ein großer Umbruch stattgefunden hat im Verein und so viele neue Spieler zu uns gestoßen sind, ist natürlich in erster Linie auch wichtig, dass man irgendwo zusammenrückt. Aber in erster Linie, und das ist, denke ich, in jedem Verein dasselbe, wird die ersten 14 Tage sicherlich im Fitnessbereich intensiv gearbeitet, um irgendwo eine Basis, eine Grundlage für die ganze Saison dann zu schaffen. Obwohl die Spieler sich ordentlich reinhängen müssen, merkt man schnell, dass die Stimmung im Team ausgelassen und entspannt ist. Die Spieler absolvieren den Fitnessparcours in Zweiergruppen, wie hier Neuzugang Ernest Tigani, genannt Tiger, und Publikumsliebling Giovanni Vaccarello. Obwohl die beiden um einen Platz im Sturmzentrum streiten dürften, motivieren sie sich gegenseitig bei den Übungen. Ja gut, ich denke, ein gesunder Konkurrenzkampf soll da sein. Was darüber hinaus außerhalb des Spielplatzes passiert, ist irgendwo, finde ich, gut, wenn sie sich da irgendwo auch ganz gut miteinander können. Aber letzten Endes, wenn es dann drauf ankommt, dann sind sie natürlich Konkurrenten. Und da müssen sie natürlich um den einen Platz im Sturm kämpfen, ganz klar. Beim Kampf um einen Platz in der ersten Elf soll es jedoch nicht zu Querelen kommen. Im Bocholter Kader fand ein Umbruch statt. Viele Spieler haben den Verein verlassen, viele neue sind gekommen. Bei den Verpflichtungen wurde auch auf Aspekte abseits von sportlichen Fähigkeiten geachtet. Leute, ich glaube, da hat man genau hingeschaut, welche Leute man dieses Jahr nach dem, ich will mal sagen, solchen Jahr verpflichtet. Und natürlich werden wir viel darauf achten, Dinge besser zu machen, als im vergangenen Jahr passiert sind. Nicht nur im sportlichen Bereich, natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich, wo wir sicherlich sehr viel Wert darauf legen werden, dass wir tatsächlich in Truppe sind. Und wenn wir uns als Einheit präsentieren, da muss erstmal jemand hierher kommen und uns schlagen. Und da ist dann letzten Endes egal, wie alt wir sind. Der Kader der Schwatten hat aktuell einen Altersdurchschnitt zwischen 22 und 23 Jahren. Aber es wurden auch Spieler verpflichtet, die etwas mehr Erfahrung in die Waagschale werfen können, wie Andreas Damrath. Der 26-jährige Defensivspieler kommt aus der NRW-Liga vom VfB Homberg. Damrath weiß, dass von ihm eine Liga tiefer eine Führungsrolle erwartet wird. Als allererstes sind die Ziele des Vereins und ich sehe für mich, dass es gar kein Rückschritt ist. Ich denke, ich kann die Erfahrung weitergeben an die jungen Spieler. Wie gesagt, jetzt eine Woche im Training und dann müssen wir weiterschauen in den nächsten Wochen. Was die Ziele des FC in der Niederrheinliga angeht, stapelt der ruhige Abwehrspieler noch etwas tiefer als die Verantwortlichen, die klar einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen. Ja, der erste Saisonziel wird wohl sein, einfach die Liga zu halten. Und alles Weitere wird sich dann im Laufe der Saison zeigen, denke ich mal. Abwarten und gedulden müssen sich die vier holländischen Testspieler im Training der Bocholter. Welchen Eindruck haben sie bei Spielertrainer Eul hinterlassen und welche Verpflichtungen sind darüber hinaus noch geplant? Ich denke, dass wir da schon auch noch nachlegen werden. Ich denke, da wird doch noch der ein oder andere verpflichtet werden von den Spielern. Aber wir sind da auch weiterhin am Transfermarkt irgendwo tätig, dass wir sicherlich uns auch gerade im Defensivbereich noch verstärken werden. Und um einfach die Defensive zu stabilisieren. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler dabei, was sicherlich auf der einen Seite für viel Elan, für viel Dynamik steht, für viel Unbefangenheit, was wir sicherlich alles mitnehmen wollen. Aber natürlich brauchen wir auch Leute, die die ganze Truppe dann irgendwo ordnen, die die Mannschaft führen werden. Und ich denke, die Mischung macht es dann und ich glaube, dann werden wir auch Erfolg haben. Ja, und wenn das Stadion am Hünting schon nicht fürs Training zur Verfügung steht, so soll es an diesem Freitag wenigstens dem Teambuilding des FC dienen. Ja gut, was sie natürlich anbietet, ist am 15. hier sicherlich das Bocholt da oben Air, wo man mal geschlossen so einen Abend verbringen wird, wo man einfach mal eng zusammenrückt. Aber sicherlich wird es auch andere Maßnahmen geben, wir werden beispielsweise mal im Hochseilgarten klettern gehen, um uns mal gegenseitig das Vertrauen zu geben, da irgendwo auch, so soll es dann irgendwann auch aufs Spielfeld projiziert werden und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.